Dankeschön.
Oh.
Dankeschön. Dankeschön. Auf dem achten Platz ist gelandet Tasso Butz. Dann haben wir mehrere fünfte Plätze. Das kommt durch die Punktgleichheit, aber um die wird ja in der Regel nicht gestochen. Von der Seite her haben wir hier drei fünfte Plätze. Und auf denen sind gelandet Wolfgang Sander, Hildegard Zerfus und Stefan Hilbert. Der nächste Platz ist der undankbarste Platz. Das wissen wir aus sehr vielen Meisterschaften. Der vierte hat auch nicht viel gefehlt. Enrico Braun auf dem vierten Platz. So, jetzt kommen wir zu dem Drittplatzierten. Wie gesagt, wenn Sie mitgezählt haben, dann wissen Sie, wer es ist. Es ist, der Dritte ist Immo Ortlieb. Deutscher Vizemeister 2023, Thomas Holtwedel. Thomas, herzlichen Glückwunsch. Und wir machen gleich noch gemeinsam. Tja, und jetzt? Es ist im Grunde genommen so, wenn Sie mitgezählt haben, er war auch wirklich gut. Der alte Meister ist auch der neue Meister, Fabian Menzel. Ja, danke. Dann heißt das Borowski 10x42. Und wenn jetzt ganz kurz nochmal der Vizemeister und der Drittplatzierte noch zu einem gemeinsamen Foto. Nochmal ganz kurz hier vorne ins Licht. Soll ich dir das nochmal halten? Herzlichen Dank. Vielleicht noch ein gemeinschaftlicher Abschluss. Der Ruf des siegreichen Hirsches. Herzlichen Dank.